nehmen heute mit Teller von Tinnen. Sigurd Bohlen, Barbara Schöneberger, Herbert Feuerstein und Bernhard Hoeker. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich zu mir daneben. Schön, dass Sie uns zuschauen. Freue mich auf die nächste Stunde. Begrüße alle Anwesenden, Frau von Sinnen, Herr Bohning, Frau Schöneberger. Hallo. Herbert, ich freue mich ganz besonders, dass du immer ist, noch... Ist schon gut. Ist gut. Dass du noch hier sein kannst. Ich freue mich auch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Herbert wird auch nicht am Singen am Flügel gelehnt. Er wird... Ich freue mich, heute hier zu sein. Oh, jetzt ist es. Dummes gesagt. Es tut mir leid, es war böse. Simone, wie lange dauert das hier noch? Ich würde gerne noch bleiben, aber meine Frau muss ins Bett. Oh. Ich bin der Danilo, ich möchte Herbert, noch überlegt schon, ob die erste Klage nicht schon jetzt gleich an mich oder nicht. Lassen Sie mal eine Schnittpause machen, wer weiß, ob der Mann noch steht. Am wievielten Januar haben wir heute, Herr Baller? Heute ist der 17. Januar. 17. Januar. Ja. Mein Gott, wie die Zeit vergeht, ja. Ja. Ne, gerade war es, gerade ist noch Advent, ja. Zack, ist 17. Zack, Januar. Sofort, ne? Ja. 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 Aber ihr seid irgendwie farblich, seid ihr? Ja. Ja, natürlich. Ja. Machen wir immer vorher, ne? Ja, ist wahr. Ja. Wir trinken, mal gucken, ob es hilft. Also, es hilft nicht. Ja. Ha, heute wird gelöst. Wir fangen mal vorne an, ne? Und gehen nach Hessen, gehen nach Friedrichsdorf. Herbert, geht's dir gut? Hör mal, ich erlaube mir zu husten, okay? Und ja, das bedeutet nicht, dass ich jetzt einen Herzkasten... Nein, ich habe immer Angst, wenn du so hustest. Also. Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn ich dich nur anschaue. Ne? Ich muss das entschuldigen, der Hugo denkt immer durch seinen eigenen Kopf. Wenn er hustet, hat er Angst, dass er danach auf links gedreht ist. Also, los hier. Friedrichsdorf, Hessen. Dort wohnt Tim Schweißgut. Ja, von Beruf Holzfäller. Nee, also Tim Schweißgut wohnt in Friedrichsdorf. Und Tim hat eine sehr schöne Frage, die ich jetzt stelle. Tim möchte wissen, was ist eine sogenannte Balkonfrage? Eine Balkonfrage? Ja. Ah, das ist eine Frage des guten Geschmacks, ob man da oben, was man da für Blumen anpflanzt in den Kübeln. Das ist die Balkonfrage, nämlich, wie heißen die? Gardenien, Geranien. Petunien. Petunien. Petunien verkleben halt sehr und fangen sich dann sehr unschön auf den glatten Kacheln des Balkons. Oder es ist überhaupt eine Vermieterfrage, ob man seine Wäschespinnen auf dem Balkon haben darf. Wie hoch die... Juristischer Fachbegriff aus dem Mietrecht. Die Sichtblenden sind, genau, das ist aus dem Mietrecht. Genau, ob bei einer Eigentumswohnung der Balkon Teil des Gemeinschaftseigentums ist oder Sondereigentum. Ist es bei euch so? Na, bei uns kommt darauf an, welches meiner Häuser. Ist das eine frühe Vorform der Demokratie? Was heißt Gemeinschaftseigentum, Balkon, dürfen dann da alle rauf oder was? Ich bin auf der Spur, ich habe so gut wie... Interessiert mich jetzt nur. Wenn das nichts mit der Frage zu tun hat, bitte vergiss es, ich antworte hier keine persönlichen Sachen. Ne? Kann man auf einem Balkon auch Margeriten anpflanzen? Margeriten, ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Kommt ein Pferd in Blumenladen? Nein. Meine Damen und Herren, zu Hause haben Sie keine Angst. Wir haben Sie nicht geärgert, wir haben Sie gerettet. Wir haben alles im Griff hier. Wir haben sich keine Sorgen. Wir haben noch in Zukunft Kontrolle. Der ist festgebunden und notfalls fluten wir das Studio. Aber Sie brauchen keinen Witz von Hugo zu hören heute. Eine Balkonfrage ist ein Begriff aus der Psychologie und aus dem Lehramt, wenn der Professor oder der Lehrer besonders hochnäsige Fragen fragt, nämlich von oben herab, Ich glaube eher, dass es etwas ist, was hervorsteht, also sozusagen etwas, was also entweder im Schriftbild wie eine Art Absatz nach vorne gerückt ist. Ich weiß es. Ja, dann sag es. Ist es die Nachtigall oder die Lerche? Stimmt, das war eine Balkonfrage. Das war die Balkonfrage. Ja. Romeo und Julia. Er ist im Balkon, ne? Ja. Sie unten? Nein, was denn? Du musst mehr erzählen. Bei Romeo und Julia denkt er erstmal an so ein Duett, irgendwie so ein Popsänger. Es hat nichts mit Musik zu tun, es ist einfach nur Klassik. Aber das war die Balkonfrage. Shakespeare. Ja. Und weiter? Ja, und weiter, was soll ich jetzt Romeo und Julia spielen für dich? Im Original Englisch. Du sollst die Frage mal stellen, die Balkonfrage. Willst du mich heiraten? Oder soll ich... Das war nicht die Frage. Die Frage ist, was ist die, nicht wie lautet die Balkonfrage? Wir wollen das jetzt schon hier festlegen. Was ist eine Balkonfrage? Das ist die Frage, vielleicht die so etwas wie gestellt wurde. Romeo und also Julia. Sind wir im Theater? Ja. Ist das richtig? Falsch. Stimmt. Wie ist denn das,
prädemokratischen Gesellschaftsformen, wenn der Herrscher oder ein Staatsgast auch, ich erweitere das nochmal, auf den Balkon tritt, um sich von der Menge, die sich auf dem Platz versammelt hat, feiern zu lassen. Wie findet ihr mein Kleid heute zum Beispiel? Ja, das wäre so. Zum Beispiel Herr Sarkozy. Herr Sarkozy, ja. Der, kann ja, der hat ja immer so ein kleines... Ja, oder Zustimmung zu, also so eine Form von direkter Demokratie. Wollt ihr, dass ich euer König werde? Ja, das ist dann also die Balkonfrage. Habe ich diese Frage. So etwas zum Ich habe zwei Möglichkeiten. Es hat auf jeden Fall mit Rauchen zu tun. Entweder ist es die Frage, ob auf dem Balkon geraucht werden darf oder ob es die anderen Mieter stört. Und die andere Idee, die ich habe, ist die Frage, wenn der Fritz jetzt rauszieht, ne, um eine zu rauchen, und die Gattin hinter ihm die Balkontüre abschließt. Was ist denn jetzt, wenn der nicht Fritz, sondern Klaus heißt? Wenn der Fritz Klaus rauszieht, um eine zu rauchen, und die Gattin, die Tür fällt ins Schloss. Ah. Liebchen, lässt du mich wieder rein? Und sie sagt, nein. Dann ist es eine Balkonantwort. Ich wäre so in der Sprachwissenschaft. Also eine Balkonfrage ist so drangehängt und steht so ein bisschen hervor. Ah, sowas ja. Wie, heute ist schönes Wetter. Oder? Genau, Nespa? Wie der Franzose sagt. Wie der Franzose sagt. Also da sind wir schon, der Weg ist jetzt schon ein guter. Ja. Weil er falsch ist, weil er ein Holzweg ist. Nee, weil er ein guter ist. Er ist noch nicht richtig, aber wir haben eine gewisse Richtung eingeschlagen, wo es denkbar wäre, dass man eventuell nach Jahren auf die Lösung kommen könnte. Also im Sinne von Sprachwissenschaft. Sprachwissenschaft. Nein, das sind wir nicht. Wir sind in der Rhetorik. Aber es hat was mit Sprache zu tun. Deswegen heißt es ja auch Balkonfragen. Das ist eine Form von Höflichkeitsform, also Anspielungen auf ein weibliches Dekolleté zum Beispiel. Im Knigge taucht... Jetzt bin ich mal gespannt, was willst du sagen? Schönes Dekolleté und nett ist zu sagen, das ist auch mal ein Balkon. Das ist zum Beispiel, eine nicht zulässige Balkonfrage, die eben auch auf diese etwas verklausulierte Weise umschrieben ist bei Freiherr von Knigge. Oder ist es einfach nur eine Luxusfrage, weil Balkon ist doch Luxus. Also zum Beispiel sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Dass man überhaupt das ist hier die Frage, ist ja eigentlich Luxus. Also er hätte ja auch nur sagen können, sein oder nicht sein und weiterreden. Ach so, gibt es auch Carport-Fragen zum Beispiel? Was gibt es? Gibt es eine Carport-Frage? Wie ist die denn? Ja, die ist weiß oben ich offen nicht. Oder was? Nee, an der Seite offen. An der Seite offen. Balkon ist ja oben offen, ja. Ah, Carport ist an der Seite offen. Ja. Aha. Das müssen wir gleich noch klären. Wenn ein Balkon und ein Carport Kinder kriegen, ist es eine Garage, oder? Zum Beispiel. Also, ja. Was ich nicht verstehe. Nee, aber der... Moment. Also bleiben wir doch mal bei dem von Holger eingeschlagenen Weg. Der ist ja gar nicht so schlecht. Also die Idee von ihm war ja... eine Frage, die in einem Text hervorragt. Oder eine besondere Fragestellung, die vom Sprachwissenschaftler... Genau, ja. Nein, das ist vom Sprachwissenschaftler. Sprachwissenschaftler nicht. Besondere Fragestellung ist auch gut. Also vom Wissenschaftler. Nein. Vom Rechtsanwalt. Nein. Ist das also, die Frage, die über allem steht? Nein. Ein Zwischenruf vom Balkon aus, wie zum Beispiel im Parlament oder so. Sowas. Hört, hört. Ja. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Also es wird gefragt, ist das vielleicht eine Frage, die so hervorsteht, weil sie besonders laut ist oder weil sie besonders unsinnig ist? Also alle reden und einer fragt einfach nur, was soll das? Nein, Sie haben ja am Anfang, haben Sie ja was gesagt, Herr Hoeker, das war ja auf dem besten Wege. Was haben Sie denn gesagt? Ja, das ist jetzt, denke ich... Wiederhol mal alles, was du gesagt hast. Also es fing an mit... Da war ich gerade draußen. Und ist das eine Frage, die vom Wetter abhängig ist? Von wem? Vom Wetter. Wetter, 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 Herr Walder. Warum vom Wetter? Also, ja. Eine Frage, ich sehe doch nicht mal Regen auf dem Balkon. Eine drangehängte Frage. Das war die, das, was ich... Nee. Nein, eine überhängende Frage. Ja, also eine Überschrift außen, die heraussteht. Hat das mit dem Theater zu tun? Nein, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, aber Frau Schöneberger sagt es doch auch schon, hat es was mit der grafischen Aufteilung eines Textes zu tun? Auch nicht. Oh Gott, jetzt wird es aber kompliziert. Ja, sehr kompliziert. Herr Hohecker, was hatten vielleicht? Sie denn für einen Weg? Ich hatte, also meine, ich kann das ja nochmal so wiederholen, was ich im Kopf hatte. Also ich hatte, ein Balkon ist von außen herangesetzt, eigentlich unnötig, aber er ist halt trotzdem schön. Und deshalb ist am Ende eines Satzes wie, ich heute ist scheint das nicht die schön, Sonne. Oder? Also ein Satz, der noch eine Frage, die eigentlich eine Aussage ist. Also ich sag's euch jetzt mal, es ist ja fürchterlich. Also die sogenannte Balkonfrage ist eine journalistische Fragetechnik. Beispiel, gebe ich mal ein Beispiel. Reporter fragt zum Beispiel einen Politiker und sagt zu ihm, die meisten Menschen in XY, egal, waren gegen eine Umsiedlung, haben sie nie erwogen, den Vergnügungspark woanders zu entrichten.
Die eigentliche Frage, haben Sie nie erwogen, den Vergnügungspark woanders zu entrichten, erhält einen Vorbau, nämlich einen Satz, die meisten Menschen in XY waren gegen eine Umsiedlung, einen Vorbau, der fest in gesicherten Fakten gründet. Also er stellt eine Tatsache voraus, die ist sicher, und dann stellt er die eigentliche Frage. Und das nennt man in einem Journalismus eine sogenannte Balkonfrage. Und das ist Sprachwissenschaft, so. Wir einen uns gerichtlich, meine Damen und Herren, Herr Feuerstein und ich. Ne? Ich gebe auf jeden Fall Tim Schweißgut aus Friedrichsdorf 500 Euro. Gratulation. Okay. Bergisch Gladbach, meine Damen und Herren. Dort wohnt Gabi Eckert. Kennt jemand von euch Gabi Eckert aus Bergisch Gladbach? Nicht. Eine der wenigen. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Gut, dann stelle ich die Frage von Gabi Eckert, die ich jetzt sehr herzlich zu Hause begrüße auf dem Sofa. Gabi möchte wissen, wie wird eine ungewöhnliche Nacktschnecke ein Jahr alt, obwohl sie zwei Wochen nach der Geburt das Fressen einstellt? Sie verdaut sich selber. Richtig, richtige Antwort. Richtige Antwort. Pass auf, richtige Antwort. Sie hat keinen Magen. Kleine Information, diese Nacktschnecke lebt in den flachen Gewässern des Nordatlantik. Zwei Wochen nach der Geburt hört sie auf zu fressen. Ja. Wächst dann trotzdem weiter, tummelt sich im Wasser, pflanzt sich fort, lebt noch ein Jahr lang ohne etwas zu fressen. Wie schafft sie das? Ja klar, wenn man nicht die ganze Zeit isst, so wie ich zum Beispiel, schafft man ja auch irre viel in einem Jahr. Da kannst du so ein ganzes Leben in ein Jahr reinpacken. Hat die eventuell ein ganz besonders großes Maul? Zwei Wochen ist der nur damit beschäftigt, jetzt zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln. Hat vorne so einen Meter Durchmesser, so eine Art Fußball. Hinten ist nur so ein ganz kleines Anhängsel und nach wird das alles nach hinten durchgereicht. Kleine Information, sie frisst auch nicht zwei Wochen lang sich so voll, dass es für ein Jahr reicht. Das tut sie auch nicht. Sie wird von außen ernährt. Ja, und das finde ich gut. Ja, und zwar aus ihrem Schneckenhäuschen. Von wem denn? Also, wer immer gerade vorbeikommt, verschiedene Leute, auch nette, freundliche Schnecken. Nein, das ist gespeichert. Das hat ja kein Schneckenhaus, das ist eine Nacktschnecke. Ja gut, aber da oben ist kalt, die hat bestimmt Klamotten. Also sie wird aber ja größer, nein, aber sie nicht zu sie ernährt nimmt. Sich von außen, wir sind ja auf der Spur. Nein, nein, jemand ernährt sie von jemand außen. Ernährt sie von durch außen. Durch den Po. Ja, aber wenn sie ernährt wird, dann, Entschuldigung, wenn sie ernährt wird von außen, dann isst sie doch trotzdem nein. Weiter. Sie kann ja durch die Haut ernährt werden. Es könnte sein, dass sie zum Beispiel Bakterien im Körper hat oder ein Fisch da drin ist oder ein Tier. Das ernährt sich und das sondert Nährstoffe ab, die einfach in die Nacktschnecke abgegeben werden. Parasitenernährung nennen wir das. Ein Wurm oder so. Also symbiotisch. Sie ist eine Art Wurm, der sich immer wieder, oder eine Art irgendwas, was sich immer wieder, die ist ein Einzeller und der wird zum Mehrzeller sozusagen und davon kann sie leben ein Jahr. Oder in ihrem Inneren lebt ein Bakterium in Symbiose und das verdaut jetzt die Dinge und gibt sie in den Darm ab. Ja. Also praktisch so ein Bandwurm, der aber umgekehrt arbeitet. Bandwurm ist... Wie zum Beispiel bei den Termiten. Nicht, sondern ne? Er gibt ab. Ganz falsch. Oh, ja, jetzt hat sie sich mal... Ist es vielleicht ein Geißeltierchen? Irgendein Tier, was draußen rumschwimmt, aber so quasi intravenös die ernährt. Also da ist dann so ein drin und das sitzt bei dir was auf ist da drin? So ein Schlauch, also so ein verlängerter Arm. Also die, der sitzt oben drauf, auf der Schnecke drauf. Die sitzt auf der Schnecke drauf, wegen mir bohrte die auch an. Wie die das da reinkriegt, ist ja nicht gefragt. Nein, die lebt in Symbiose mit einer Alge. Und die Alge lebt im Innern und wird immer größer und zersetzt Zucker. Und durch den Zucker wird der Organismus der Schnecke ernährt. Noch eine Idee? Wo sind wir im Polarmeer? Also im Atlantik. Sie wird von außen in den flachen Gewässern des Nordatlantik. Photosynthese, also das, was sie isst an Pflanzen, an den Dingen, die sie in den ersten zwei Wochen zu sich nimmt. Aha, jetzt die, weiß ich, das, die ich machen weiß Photosynthese es. Und geben darüber die Energie interessiert ab, mit der sie hier. Weiter überleben. Das sind ganz andere Sachen. Richtig. Also ich lasse das mal so gelten. Sehr gut. Also... Man kann es nicht genau wissen, aber das Wort Photosynthese ist sehr gut. Also wenn man es genau nimmt... Also ich weiß es, aber man hat mich ja vorher ignoriert. Ich habe es den Leuten hinterher erzählt, ich habe da mehrere Zeugen. Nein, sie nimmt die Stoffe, die man für die Photosynthese braucht, aus Algenmaterial, speichert das und kann sich dadurch ernähren. Und das ist die richtige Erklärung. Wenn man es mal ganz profan sagen würde, verwandelt sich diese Schnecke in eine Pflanze. Ja.
wenn man es ganz profan sagen würde. Sie frisst in den ersten beiden Wochen ausschließlich eine ganz bestimmte Algenart. Diese Alge, diese Alge verdaut sie aber nicht vollständig, sondern sie lagert die grünen Farbkörper der Alge in ihre Haut ab. Dadurch wird braunen Schnecke, überhaupt nicht ein Wort. Habe ich gesagt, sie nimmt die Alge auf. Daraus wird aus der braunen Schnecke ein giftgrünes Wassertierchen. Mit Hilfe der grünen Farbkörper aus der Alge kann diese Schnecke jetzt in den flachen Gewässern des Nordatlantiks Sonnenlicht in Energie umwandeln. Das finde ich nichts Besonderes, das macht die Barbara heute auch. Aber ist das denn nicht schön, dass wir alle das Richtige gesagt haben und der alte Mann ist weltbelästigt? Ich habe es irgendwann mal gelesen. Ja, es war doch herrlich. Aber es gibt keinen Grund für uns aufzuregen. Man muss ja auch euch ein bisschen eine Chance geben. Gabi Eckert wird das jetzt zu Hause ganz anders sehen. Die wird jetzt sagen, na ja. Stimmt. Ja. Was machen wir jetzt? Aber trotzdem, also Photosynthese hat mir gereicht. Das war schon richtig, das fand ich gut. Gabi, müssen Sie anerkennen, das war okay. Das fand ich großartig. Sie können nämlich auch noch Geld von uns kriegen, meine Damen und Herren. Es kann auch sein, dass die Damen und Herren mal nichts wissen. Besonders dann, wenn der Feuerstein nicht da ist, dann geht das alles. Wenn Sie zum Beispiel Fragen zu Hause haben, auch 3, 4, 70, ganz egal, genial, daneben 50 616 Köln, unsere Postanschrift, unsere Telefonnummer 01378 101120 oder einfach die E-Mail fragen@genialdaneben.de. Ganz viele Fragen, ist uns ganz egal. André Consoir, schöner Name, aus Hückelhofen, ist heute hier. André, wo sind Sie denn? So, stimmt das? Consoir, stimmt das? Nicht wirklich, oder? Consoir, ist das richtig? André Consoir, habe ich das richtig? Ist ein französischer Name, Consoir. André Consoir, schöner Name, möchte ich auch gern heißen. André Consoir. Was lachen Sie denn so, Herr Holger? Das ist sehr lustig, weil vor der Sendung haben wir gesagt, Herr Hugo, komm, sag doch wenigstens mal, aus welchem Bundesland der kommt, der die Zuschauer. Und dann haben sie gesagt, NRW. Und ich war, duh. Und dann machte er nämlich so. Und dann meinte ich, der Typ, der Angeber, sagt ja, das bin ich. Und ich hatte recht, er ist ein Angeber, er hatte recht. Super geil. Also, André, ich drücke Ihnen mal einen Daumen, es geht um 500 Euro bar auf die Hand. Mal sehen, wie lange er sich darüber freut. Okay. André möchte wissen, warum heißt die Himmelsziege Himmelsziege? Warum die wer? Himmelsziege. Die Himmelsziege, also warum die Himmelsziege heißt sie? Ist mit Sicherheit schon mal kein Säugetier, sondern ein Insekt. Ein Vogel. Oder ein Geier. Ein was? Ein Insekt. Richtig. Vogel. So. Ja. Aber warum heißt die Himmelsziege Himmelsziege? Ja, die Hat sie so ein Bart? Und die, genau. die Wolken. Sie meckert wie eine Ziege. Und frisst Gras. Sie meckert wie eine Ziege? Ja. Nein, wie macht sie das denn? Ja, was, und was sagen wir da? Das war ein kurzer Spaß, ne? Womit meckert sie denn? Mit ihrem Kehlkopf. Womit meckert sie denn? Die hat da mehrere Instrumente, ne? Und ein kleines Orchester und das dirigiert sie da. Mein Gott, ich finde, die interessante Frage ist nicht, womit sie meckert, sondern warum sie meckert, weil es ist saukalt da oben. Ja. Aber es wäre doch lustig, wenn die Himmelsziege, dieser Vogel, wenn sie hier so bartähnliches Gefieder hätte. Und das FC Köln wäre. Und das, genau. Aber das durch den Wind, der durch das Gefieder hier, was sie hier unten hat, oder das Vögelchen hat, wenn durch den Wind die Bewegung, dass da dieses kleckernde, keckernde Geräusch drüber entstehen würde. Wo sind die Federn? Die Federn sind da nicht. Wo sind sie dann? Sind sie hier oben, wie bei einer, als Hörnchen? Nein. Hinten am Schwanz. Also im Bereich des Schwanzes. Ich möchte das jetzt. Ich möchte ihn jetzt nicht sofort fertig machen. Wir fangen einfach langsam an. Also, was passiert mit den Schwanzfedern? Die fangen an zu flattern. Wann? Wenn, ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Wenn sie gleitet? Nein. Wenn sie fliegt? Wenn sie rüttelt? Wenn sie abstürzt? Wenn sie wie fliegt? Rückwärts. Sturzflug. Sturzflug. Jetzt habe ich Geld, die richtige Antwort. Ja. Also, die Himmelsziege ist ein Vogel, der im Sturzflug gerne mal seine Schwanzfedern spreizt. Der Flugwind lässt die Federn so schwingen, dass ein sehr spezielles Geräusch entsteht. Es hört sich an wie das Meckern einer Ziege. Daher heißt dieser Vogel Himmelsziege. 1A gelöst. André, es tut mir, Sie müssen genauso pleite nach Hause gehen, wie Sie hier kommen. André aus NRW, adieu, adieu. Aber alle fallen sich gegen ins Wort und am Ende stimmt. Das ist die Sendung. Schade. Egal, wir machen trotzdem weiter. Sabine Jonas wohnt in Frechen und möchte wissen, was ist ein Wintersteher? Oh Gott. Das ist jetzt in der Jagd auch ein Tier. Das ist auch ein Tier. Wir sind wieder in der... Steher. Ein Steher. Ja, ich kenne mich eben nicht aus. Aber ein Wintersteher ist doch bestimmt ein Hirsch oder ein Rehbock. Der ein Revier verteidigt, auch im Hochwinter. Der stapft durch 8 Meter hohen Schnee und hat im Rahmen des evolutionären Prozesses besonders lange Beine. Der Fachmann spricht auch von einer Giraffe.
Reicht Ihnen das? Nee. Aber wir sind im Wald, ne, Herr Walder? In Österreich fährt zum Beispiel, stehen doch immer oder in Bayern schon, so Begrenzungspfähle, die so verschiedene Farben haben, damit man im Winter, glaube ich, sieht, wie hoch der Schnee steht. Ja, das ist damit der Schneepflug weiß, wo die Straße ist. Der Schneepflug weiß, wo die Straße ist, aber auch man abmessen kann, wie viel Schnee. Das sind die Wintersteher. Interessant. Und das sind die Wintersteher. Gibt es auch einen Sommersteher? Nee, weil da liegt kein Schnee. Aber bezieht sich da, also wir sind in der Jagd, das sagten Sie doch schon ja. Ne? Ich habe überhaupt nicht gesagt. Aber also, Sie wollen jetzt sagen ja. Ich will auch jetzt nicht sagen ja. Es ist kein Tier. Was? Es ist kein Tier. Das ist richtig. Es ist ein Begriff aus der Botanik. Ja? Oh. Na? Und das ist Wintersteher. Jetzt nur noch lassen. Also das ist praktisch etwas Ähnliches wie Winterfest. Ja, jetzt lass mal Herbert alleine weitermachen, bis zum Schluss. Ich habe keine Lust mehr jetzt. Darf ich? Ja, erkennen Sie. Ich würde sagen, ein Wintersteher ist eine Pflanze, die auch im Winter grün trägt. Ja, ja. Also die in Blut Winterschlorbeer zum Beispiel. Oh, nein, die nicht im Winter grün trägt. Das ist nicht aber richtig. Die in der Blüte steht im Blüte, Winter. Das ist gut. Ja, oder Fruchtstand. Kamelien der Fruchtstand zum Beispiel. Der Fruchtstand am Baum im Winter, der bleibt da. Ja. Wo ist denn das zum Beispiel? Eine Magnolie. Ein Apfelbaum. Magnolie. Ja. Kastanie. Also, ich lasse es so gelten. Ja. Ich lasse es so gelten. Aber das habe ich jetzt schon damit. Wintersteher. Es gibt Sträucher, deren Früchte auch in den Wintermonaten an den Ästen hängen bleiben. Der Botaniker spricht in diesem Falle von Stehen. Die Früchte stehen an den Ästen, Vogelbeeren zum Beispiel. Und das nennt man Wintersteher. Ja, Sabine, es sieht ganz schlecht aus heute, nicht nur für Sie. Ich weiß nicht, ich glaube, Sie haben alle mal gelesen über Weihnachten oder über Silvester. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Wie fühlt sich das denn so nach einer längeren Zeit an, wenn man das so ein bisschen zurücklegt, das Ereignis? Guck, das ist nicht nett. Also lass uns doch mal den Arm drehen. Hat sich so eine Sendung. Ja. Aber ich, das bin ich. Der Ärmste. So, jetzt gehen wir nach Berlin, meine Damen und Herren. Dort wohnt Patrick Völker in Berlin. Und Patrick Völker möchte wissen, was ist ein Fruchtsauger? Der Fruchtsauger, das ist der Partner des Winterstehers. Ja. Ja klar, weil der hat die Früchte und dann kommt der und saugt dran. Ne? Ist das vielleicht, sind wir da wirklich in der Ernte von Obst oder also von Trauben zum Beispiel, der saugt die Früchte an, weil das irgendwie besser ist oder vom Boden auf, als die irgendwie abzuschlagen und dann aufzufangen. Also weil das so ein besserer Effekt ist, mit Unterdruck zu arbeiten. Das wäre zu einfach. Ja, ja. Ne? Und wenn wir nicht schon so viele Tierchen gehabt hätten, hätte ich jetzt auch wieder auf ein Insekt getippt. Ja. Was ein Rüssel in überreife Früchte haut. Ein Insekt mit einem Rüssel? Ja, Fliegen haben doch einen Rüssel. Ein ganz kleinen Rüssel. Was? Ein ganz kleinen. Ein enormer Rüssel. Also jetzt von der Fliegenperspektive aus gesehen enorm. Von der Fliegenperspektive ist der sehr gut. Bist du eine Fliege, Hugo? Bitte? Bist du eine Fliege? Ich war mal ein. Ja, und ist das richtig oder falsch? Was denn? Jetzt tierreich. Insekten. Komplett albern. Komplett albern. Okay. Fruchtsauger. Ja, es gibt natürlich Staubsauger, die... Ja. Die auch so Staubsauger, die dazu geeignet sind, auch zermatschte Tomaten vom Boden aufzunehmen. Ganze Äpfel praktisch. Ganze Äpfel. Ja, kannst du wegsam, ja. Ganze Kartoffelsäcke voll kann man im halb verfaulten Zustand mit diesen Melonen. Ja. Matschige Melonen werden von diesem Gerät, das übrigens so groß werden kann wie ein Mähdrescher, wenn es ausgewachsen ist. Ist das vielleicht bei einem Baby, dass es bestimmte so Pulleraufsätze gibt, sage ich jetzt mal, für Milch? Ah, natürlich. Und es gibt vielleicht auch spezielle für Fruchtsäfte. Größere Löcher, weil damit... Größeres Loch, damit auch lecker Fruchtfleisch in das Kind rein. Super. Das ist Nein, nein. Aber es hat was mit Babys zu tun. Ja. Ich bin heute einfach gut. Wir können uns den Rest. Ich muss aber schon genau wissen, was ist. Das sagt ja auch Herr Hohecker Kinder, jetzt. Kinder, die Milch präferieren und welche, die eben zum Beispiel Früchte präferieren. Und das Früchte präferierende Kind nennt man Fruchtsauger. Was ist das vielleicht Früchte präparieren? Früchte präferierende Kind nennt man. Okay. Ist denn Fruchtsauger ein Kind von einer Mutter, was keine Milch hat, sondern. Also, genau. Die hat keinen Milcheinschuss, bei der schießt Bananensaft rein. Ja. Hammer Idee. Ja. Idee.
Also Fruchtsauger. Fruchtsauger. Also, es handelt sich um einen Nuckelaufsatz auf einem Fläschchen. Genau. Ja. Ja. Gut, aber es ist etwas ein industriell Schnuller. Hergestelltes für Kleinkinder mit Fruchtbreichen oder Päppchen oder Säftchen zu ernähren, oral zu ernähren. Oral zu ernähren stimmt, aber weder mit Breichen, Säftchen und so. Nee, Vorschlag, es geht um Idee, Schnuller. Idee. Früchtchen. Es gibt bitte mit Schnuller, die nach Frucht schmecken. Was? Nein, das ist eine andere Gummihersteller. Es muss direkte Umsetzung geben von der Frucht zum Kind. Jetzt lass mal Herbert was sagen, sonst verklagt er mich wieder hinterher. Also, ich habe eine Idee. Was? Ich habe das lange vergessen. Ich habe mich jetzt hier. Was war ja nicht schlecht. Ja, also es ist ein Instrument, das direkt zur Frucht führt. Also wird kein Brei eingenommen, sondern die Frucht selber. Und das ist der Fruchtsauger. Und wie funktioniert der? Den steckt man in den Apfel rein. Oder Apfel und das Kind kann die rein und der Orangen raussaugen. Orangen, Zitronen, Tomaten. Je nachdem, ob man sein Kind mag oder nicht. Das kommt darauf an, wenn das Kind nicht brav war, zack, in die Zitrone. Haben Sie das Ding denn da? Ja. Also es wird in die Frucht gestochen und herauskommt der leckere Saft. Nein, so ist es. Oh, aber reingedreht. Warum fragst du mich denn dann überhaupt? Na, weil du auf dem richtigen Weg bist. Ja. Es geht um einen Sauger, der direkt auf die Frucht, auf der Frucht befestigt wird. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt und der sagt nein. Ja, das kann aber sein, dass er bei mir bestätigt. Das ist okay. Das stimmt übrigens, Herr Hoeker. Das ist leider richtig. Okay, das tut mir ich bin zu selten hier. Ja. Warum hat man denn so einen Fruchtsauger? Ja, damit man direkt an den Saft kommt, sozusagen, ohne Konservierungsstoffe. Und ohne Zusätze, ohne Zuckerzusätze. Gehen wir jetzt mal von einer Frucht aus. Welche wollen wir jetzt nehmen? Orange. Wir nehmen eine Orange, weil die hat viel Saft. Orange ist ein bisschen schlechter. Nehmen wir mal. Mandarine. Ist kleiner. Nein, Apfel. Apfel. Nehmen wir mal einen Apfel. Ja. So, wozu braucht man denn jetzt beim Kleinkind den Fruchtsauger? Weil es keine Zähne hat und den Apfel nicht beißen kann. Nein. Aber was für ein Zug muss das haben? Das hat Zähne, das kleine Kind. Das ist immer neu. Ich bin ja immer froh, wenn man was lernt hier. Ist ein Anwalt hier. Ja. Der Apfel muss ja irgendwie püriert werden. Da muss ja erstmal. Ja, aber was für einen Zug muss das Kind drauf haben, dass das so ein Apfel so. Nein, das ist eine Mechanik. Das ist so eine Art Mechanik. Irgendetwas, womit man den gleichzeitig zerquetschen muss. Diesmal will ich es ganz genau. Ja, aber vielleicht kann man sozusagen erst den Apfel zerquetschen und dann mittels dieses Fruchtsaugers den Saft einsaugen, ohne dass der Frucht. Da kann man dem Kind doch gleich Apfelsaft geben. Ja, meine Reden. Ist das ein Sauger mit so einem Loch, wo der Apfel komplett durchpasst? Nein, der Fruchtsauger von der richtigen Antwort. Wozu braucht man denn, wenn wir jetzt einen Apfel nehmen? Ja, um zu verhindern, dass das Kind was zu verhindern? Kerne, dass das Kind den ganzen Apfel schluckt. Ach so, nicht den ganzen Apfel. Nein, aber Kerne, Gehäuse und so etwas. Die Schale zum Beispiel, die nicht so gesund ist. Das Fruchtfleisch. Wobei, das ist bei einem Apfel wirklich... Das ist das Wichtige. Ihr seid ja kurz davor, aber ich muss es genau wissen. Naja, das Kind ist auch nicht in dem Apfel drin, sondern kurz davor. Da kann man doch nicht... ist doch wahr. Also, um doch, zu verhindern, dass das Kind den ganzen Apfel schluckt, ist falsch. Um zu verhindern... Das geht ja gar nicht. Das ist ein Apfelstück, sich an einem Apfelstück... Ein Apfelstück verschluckt. Ist das ein Sauger mit einem Sieb davor? Also, ich lasse es jetzt ja, so... Es ist ein Sauger mit einem Sieb davor, ja. Das ist ein Fruchtsauger. Oh, ist das toll. Jetzt nimmt man einen Apfel, schneidet diesen Apfel in Stücke. Ein Stück, traut man das hier auf, tut man hier vorne rein. Und dann kann man das so... Dann kann das Kleinkind an diesem Apfelstück rumknurzeln, ohne sich daran zu verschlucken. Das ist der Witz der ganzen Geschichte. Sag mal, und dieser Aufsatz, der ist aber dann für jeden Apfel neu, oder wie? Naja, das kannst du ja auswaschen. Nee, du machst das ja in sauber. Aber Hugo, heb dir das mal auf, das kannst du auch bald brauchen. Ich weiß nicht. Das ist von mir. Aber wir haben ja alles rausgekriegt bisher, mit Ausnahme von einer Sache. Ne? Es ist meins. Ich habe mehrere davon. Ja, ja. In allen Farben. Ja. Du misst nur, dass der Cognac da rausläuft aus dem Sieb. Ja, das ist ein Fruchtsauger. Also ihr habt es dann mit vereinten Kräften rausgekriegt. Ist doch ein bisschen so aus der heutigen Zeit die Panik der Eltern, es würde irgendwas passieren, oder? Ja. Hauptsache, mein Kind hat nichts Generation mit der Natur zu tun. Äpfel gegessen. Als ich klein war, gab es keine Fruchtsauger, da gab es aber auch keine Äpfel. Ja. Ja, Patrick, es tut mir leid, aber auch das ist leider schiefgegangen. Gut, wir versuchen es weiter. Warum nicht? Christoph Wolf wohnt in Lasberg, das liegt in Österreich.
Und Christoph Wolf möchte wissen, was ist ein Schusswächter? Schusswächter. Ja, also Pharisäer. Ja. Ganz von vorne. Ein Pharisäer. Wenn der erst, wenn das erste Stichwort für mich überhaupt keine Idee bringt, dann bin ich sehr gespannt. Pharisäer ist nicht, also der Pharisäer ist ein Heißgetränk in Norddeutschland. Besteht aus Stammkaffee und einem Schuss Rum. Es gab dort mal einen Pfarrer, ich weiß, irgendwo in Nordfriesland war das, der hat seiner Gemeinde verboten, Alkohol zu trinken, woraufhin man den Pharisäer erfand, der halt aus starkem Kaffee bestehend so roch wie Kaffee. Da konnte man den Rum verstecken. Vielleicht gibt es ja einen Bevollmächtigten dieser Gemeinde, der darauf aufpasst, dass der Rumschuss die richtige Dosis hat. Das ist der Schusswächter. Yes. Mir sagt man, ich wäre kompliziert, aber das... Ich bin nicht besonders originell, aber ich sage, es ist ein kleiner Hebel an einer Pistole oder an einem Gewehr, dass sich ein Schuss nicht ungewollt löst. Das nennt man Sicherung, eigentlich. Sicherung. Ja, ja. Eine Sicherung an einer Schusswaffe. Ja, das ist eine Sicherung. Genannt Schusswächter. Ist der Schusswächter vielleicht in einem Schießstand? Da muss ja immer einer dabei sein, der ansagt, Laden weg, jetzt schießen und so weiter. Ist das der Schusswächter? Der selber, sagt der an? Der sagt halt an, es wird geschossen, Dinge aufsetzen. Oder jetzt das ist der Schuss nicht nach hinten. Genau, jetzt bitte nachladen, dreh dich bitte andersrum. Ja. Solches ja. Ja, genau. Also der selber nicht schießt, sondern der nur Legen guckt, dass die Schüsse... Aus der Hand. Ist das eine spezielle Alarmanlage in Krisengebieten? Also, dass man aufwacht, wenn ein Schuss fällt. Wobei das manchmal man vom Schuss ja sowieso schon aufwacht. Ist das vielleicht ein Mitarbeiter in der Redaktion von Deutschland sucht den Superstar? Und zwar im Vorfeld zu den Castings, die darauf achten, dass nicht zu viel Vollbekloppte mit dem Vollschuss da vorsingen. Das ist gut. Jetzt kommt richtig Antwort, ich habe einen mitgebracht. Der kommt unter Pult raus. Hallo, ich pass auf, dass hier alles richtig läuft. Ah, Moment. Wir sind aber jetzt nicht in sowas Dramatischem wie bei Heroin. Da spricht man ja auch von einem Schuss. Nein, kann ich gleich. Nein. Nein. Nein, sind wir nicht. Hat nichts mehr zu tun. Ist ein Schusswächter so, dass der versucht, einen Schuss oder einen Schlag in einem Motor zu verhindern, dass ein Rückschuss von explodierendem Restgasen oder sowas passiert, der halt irgendwas verhindert. Was soll denn in einem Motor explodierende Restgasen? Das knallt doch manchmal so. Meiner knallt manchmal so. Ja, das ist beim Einparken. Deiner knallt manchmal. Ja. Ich glaube eher, dass es auf der Treibjagd stattfindet, wo ja irrsinnig viel geschossen wird und eben auch, es gibt immer, also ich war öfter mal auf Treibjagden und da war ich leider immer in der undankbaren Rolle des Treibers und das heißt, neben dir rieselt immer so Schrot runter, während du mit einer sehr gelben Jacke durchs Unterholz kriechst und auf Bäume schlägst, damit Truthähne oben rausfliegen. Es war eine schwierige Zeit. Das hast du gemacht. So was machst du? Ja, und da ist es vielleicht ganz gut. War das beruflich oder hoch? Nee, das war sexuell eher. Und da hatte ich, da brauchst du immer jemanden sozusagen, der dann sagt, Achtung, Schuss, sozusagen, damit die Treiber in Deckung gehen und die Hasen getroffen werden und nicht die Treiber. Hattest du so einen auch? Ich hatte auch einen Schuss, ja. Im weitesten Sinne, ja. Oder ist es wirklich bei der Polizei, also bei so Waffen, in so Waffenräumen, ein wo die schießen genau. Entweder ein Munitionsdepot, wo jemand darauf achtet, dass nicht zu viel Munition rausgeht. Nicht bei der Polizei. Bitte? Nicht bei der Polizei, aber beim Militär. Nicht beim Militär. Auch nicht beim Militär. Hat gar nichts mit Waffen zu tun. Richtig. Danke, hat gar nichts mit Waffen zu tun. Das kann ja noch ein Wächter sein. Ein Wächter kann doch, es gibt Nachtwächter, es gibt einen Tagwächter, es gibt einen Schusswächter. Vielleicht ist das einfach ein extrem attraktiver Wächter. Bei wem? Bei der Sprengung. Ja, was ist da? Ja, dass man entweder ein Apparat hat oder irgendetwas, das verhindert, dass... Dass die Sprengung losgeht. Nein, kam die aus Österreich, die Frage? Dass man Lawinen. In Österreich werden Lawinen abgeschossen. Ja. Das macht vor allen Dingen auf Treibjagden Spaß. Da rennen Leute in Gelben vor der Lawine her. Das wäre wieder meine Rolle. Super. Das wäre deine Rolle. Knapp und zu riesen Schnee runter. Es ist eine... Lawine ist. Es ist eine Sicherheits... Die Beziehung? Nein. Aber ein Schneebrett, das runterkommt, spricht man da nicht auch von Schuss? Nee. Schussfahrt, Schusswächter ist einer, Schusswächter, eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir letztens irgendwie Pöller, die verhindern, dass einer Schuss fährt. Bei besonders komplizierten oder gefährlichen Stellen. Also Herbert möchte etwas sagen. Nein, ich möchte das heißt, wir wären jetzt im Wintersport. Ja. Im Wintersport sind wir. Überlegen Sie zu Hause, ob das richtig sein könnte, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Werbung, sind dann gleich wieder bei. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wollen immer noch wissen, was ist ein Schusswächter. Wir waren beim Wintersport. Ich habe noch nicht geantwortet, ob es richtig ist oder nicht. Richtig. Soll ich es machen? Ja, bitte. Es ist falsch. Es ist eine kugelsichere Weste. So.
Nein, ist es auch nicht, danke. Nein. Ist es ein Türsteher, der nur besonders attraktive Damen in die Diskothek hineinlässt? Nur Schüsse. Sogenannte Schüsse. Ja, genau. Auch Tortenwächter. Oder wir sind wieder bei der künstlichen auf Tortenwächter genannt. Tortenwächter. Ja. Oder wir sind wieder bei der künstlichen Befruchtung Hüfte. von Kühen. Ach so. Waren wir schon mal bei der künstlichen Befruchtung von Kühen? Waren wir schon vor Jahren. Die ganze Zeit, Heller und ich. Ja, Schusswächter. Also aufpasst, dass es auch... Ist das unappetitlich? Ist mir auch so unappetitlich. Ich habe auch keine Lust mehr, drüber nachzudenken. Also wir kommen nicht drauf, glaube ich. Ist das denn ja vielleicht wirklich bei, sind wir beim Tierreich? Also kann das, es gibt auch so Explosionskäfer, die irgendwas schießen. Ja. Und vielleicht gibt es da wirklich sowas, was der Biologe Schusswächter nennt, weil der den Bau bewacht oder irgendwie vor einem Baum sitzt. Und wenn da irgendwie ein Hase ankommt, dann wird der abgeschossen, so einem kleinen Käfer, und dann vom Elefanten gefressen. Also so, ja, so irgendwas, was so ein Tier, wo man denkt, echt, ey, das ist wirklich so, Herr Balder? Das gibt's ja gar nicht. Also so eine Antwort. Hm? Nee, ich sag's euch immer. Also. So, es ist wirklich, wenn du wüsstest, wie du einen runterziehst hier, man kommt hier wirklich post... Wir können gerne noch weitermachen. Habt ihr noch postweihnachtlich, postweihnachtlich gut gelaunt hier rein und kriegt auf allen Vieren hier wieder raus. Boah, Eureka hat 6 Wochen lang nur an dieser Antwort gefeilt, wahrscheinlich. Ist wahr. Mhm. Und dann ich, das Dumme war, ich wusste die Frage nicht. Ja. Deshalb habe ich nur die Antwort. Soll ich euch sagen oder wollt ihr noch ein bisschen? War das mit der Gastronomie ganz am Anfang von? Das ist auch nicht. Das, also ein Schuss Alkohol. Was ist denn noch alles? Da bin ich ja noch gar nicht zugekommen, was dazu zu sagen. Ihr habt mich ja gar nicht gelassen. Alkohol. Also es geht um eine Gastronomie auch nicht. Nein. Und mit Munition hat es nichts zu tun. In keinster Weise. Was ist denn noch für ein Schuss? Wie ist das denn? Es komm, lass uns so lösen. Lass uns lösen. Ja, lass uns lösen. Wir kommen in einer alten Burg. Wir sind in einer alten Burg. Was machen wir da? Verstecken spielen. Was machen wir in einer alten Burg? Da gibt es Schusswächter. Was gibt es da? Da gibt es Schusswächter. Aha, wo sind die denn? In den Schießen. Wenn Sie jetzt sagen, die Richtung ist gut, mache ich mir weitere Gedanken darüber. Sonst lasse ich mich hier nicht veräppeln. Ja, Herr Balder, wie kommen Sie aus der Nummer jetzt wieder raus? Also ein Schusswächter, wir sind in einer Schießscharte? Nein. Wir sind, Herr Balder, wenn Sie jetzt sagen, wir sind auch nicht in einer Burg überhaupt und ich mich nochmal aufgebäumt habe, dann ist es das Ende einer wunderbaren Freundschaft. Ich hab's ja sofort revidiert. Also ich sag's euch jetzt, ja, ein Schusswächter. Also, wir sind beim Weben. Wir sind in einer Webmaschine. Ach, natürlich. Das klar, natürlich. Ja, das haben wir ja gewusst. Webmaschine kreuzt mehrere Fäden miteinander, solange bis ein Stück Stoff entsteht. Man kann sich das so vorstellen, dass es da parallel verlaufende Längsfäden gibt, die mit Hilfe von Luftdruck ein Querfaden geschossen wird, wie der Weber sagt. So, dabei kann es schon mal passieren, dass dieser Faden reißt. Deshalb gibt es in so einer Webmaschine ein Gerät, das den Schussvorgang überwacht, den sogenannten Schusswächter. Und wenn der so einen Faden registriert, der gerissen ist, dann wird die Webmaschine automatisch gestoppt. Pech gehabt. Ja. Das löst hier Begeisterung aus. Ich sag dir. Besonders bei Christoph Wolf aus Lasberg. Ihr kriegt jetzt 500 Euro. Super. Ich gratuliere. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal nach Hamburg. Fällt mir ein schöner Witz ein in Hamburg. Ja, bitte, Herr Balder. Hab ich noch gar nicht erzählt. Da haben, Sie jetzt in St. Pauli einen Sarg gefunden, Herbert. Ja? Danke. Ja. Das war ein Witz. Und in dem Sarg, da warst du drin? Nee, den wollten sie aufmachen. Ja? Ging aber nicht, waren Zuhälter. Ja. Ich mach mal weiter. Na ja. Sascha Wiese, meine Damen und Herren. Ich bin aus Nordrhein-Westfalen extra dafür hierher gekommen. So. Kann ich wieder? Ja. Nein! Also ich küsse wirklich so gut wie alles, aber nicht dich. Da war auch schon ein Schusswächter dabei, aber du nicht! Also, jemand, Sascha Wiese, meine Damen und Herren, kommt aus Hamburg und Sascha Wiese möchte wissen, was ist dein sogenannter Zeugenberg? Der Zeugenberg. Das sind alles Zeugen. Wenn man jemanden in den Zeugenstand holt, ja, dann steht er ja vielleicht erhöht. Und bei etwas vielleicht ländlicher angelegten Gesellschaften früher, als es alles noch etwas... Berggipfel. Dann hat man den halt so ein Häufchen mit Erde gemacht, damit die erhöht stehen. Aber Hauptsache halt Zeugenstand. Er hat ja eine Fußbank. Ja. Vielleicht ist das ja Überschuss in so einer Samenspenderklinik.
Zeugenberg. Zeugen. So was so, wie der Butterberg. Wie der Butterberg. Wie der Milchsee. Boah, sind Sie, kennen Sie aber gut aus. Ja, 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 ja. Zeuge. Das fließt doch auseinander. Zeugenberg. Wir müssen den Zeugenberg mal hier loskriegen. Ist das ein Zeugenberg, ist das was Biblisches? Ein Haufen, ich würde denken, so ein Haufen Menschen mit einem Wachturm übereinander oder sowas. Die Familie von Olli Pocher. Ja. Ein nee, Zeugenberg. Also Zeugenberg. Zeugenberg. Ah, das ist ein... Ah, was denn? Was Geologie. Denn? Wir sind, das ist ein Berg, der zeugt von etwas. Ah, der zeugt von einem Vulkan, der zeugt von einem Gletscher, der da mal gewesen ist. Der zeugt von einer Sache X, die ich allgemein halten möchte, weil das ja nicht die Frage ist. Von was zeugt er denn? Der zeugt von einer historischen Begebenheit. Evolution, der zeugt von der Evolution. Ja, oder von der Evolution. In welchem Millennium... Also die einzelnen Bodenschichten, genau. Von der Geologie, Kreidezeit, ja. Carbonium und. Richtig. Das ist ein Zeugenberg, wo der Geologe oder der, nicht, wie heißen die? Ja, das kommt auf an, wen du meinst. Ablesen an, ja, oder diese Schichten und alles. Vielleicht ist das auch aufgebrochen. Ja, oder ein Archäologe, ein Zeugenberg ist ein Berg, der da ist und denkst, ah, der zeugt von... Der zeugt von der Vergangenheit. Von der Vergangenheit, der zeugt von der Geologie. Komm doch einmal bitte rüber zu ihm, damit er mit dem Kopf schütteln kann. Ich möchte genau wissen. Also er zeugt von etwas, der Berg, das ist richtig. Und er zeugt auch von Evolution, das ist auch richtig. Von der Evolution? Wie sieht denn so ein Zeugenberg aus? Er zeugt von der Evolution. Ja, das sind ganz unten die kleinen Fossilchen im Stein. Nein, entschuldigen, nicht Sie jetzt, Herr Balder. Ich meine jetzt diese Steinchen, wo diese Urschnecken drin sind und dann ist dann Knochen Jura. Von Neandertaler und dann und dann Eisen, Kupfer. Von der Evolution? Hat er gesagt? Evolution. Evolution? Abdrücke von der Tiere? Nein. Pflanzen. Tiere sind vielleicht auch da, ja, aber das Bäume, nicht, verrottete das Bäume, Herr Walder. Aber es geht doch um Evolution. Das will ich aber nicht vielleicht wissen. Ist es uns. Was willst du denn wissen? Ich will wissen, dass ein Zeugenberg ist, wie der aussieht. Ach so, ja, sag ich doch. Wie er aussieht. Ja, wie er aussieht zum Beispiel. Unter Wasser ist es vielleicht eine Anhäufung, von wo sich zwei Schichten so übereinander geschoben haben, sozusagen. Ja. Und da sammelt sich so das eine oder andere über die Jahrhunderte. Also es ist ein aufgefalteter Berg, genau. Dessen Untergrund die Spuren der Vergangenheit freigibt und damit bezeugt. Via Tektonik übereinander geschoben. Nein, so ist es nicht. Aha. Es gibt einen ganz berühmten Zeugenberg, einen weltberühmten. Und es gibt auch einen den keiner in Deutschland. Es gibt einen Berg davon nur in Deutschland. Ja, also es gibt mehrere, aber ich bin jetzt gerade verwirrt. Es geht nicht um Tiere, aber um Evolution. Jetzt, ich bin jetzt ein bisschen. Also lassen Sie mal die Tiere weg. Die Tiere sind ja immer dabei. Das also Erdgeschichte. Es geht um Zeitabläufe. Ein Berg, der von verschiedenen. Es geht verschiedenen... um Zeitabläufe. Ah. So, und jetzt würde ich gerne wissen. Es ist ein Berg, der zeugt von Zeitabläufen. Wie sieht der aus? Was denn mit der hat verschiedene Gesteinsschichten. Der ist vielleicht sogar abgebrochen an einer Seite, so ein Steinbruch. Vielleicht und man kann verschiedene Erdschichten übereinander sehen. Vielleicht ist es aber von geologischen Phänomenen der Vergangenheit. Also Sintflut, Vulkanausbruch. Ich lasse das mal so gelten. Ich lasse das mal. Vielleicht... Ich lasse es mal so gelten, jetzt hört euch mal die Antwort an, dann könnt ihr selber entscheiden, ob das jetzt... Dann sagen Sie doch mal, was Sie gesagt haben, Herr Plechtin. Also pass auf, zum Beispiel Teile der Schwäbischen Alb. Ja. Das sind Zeugenberge. Die Bergformation ist im Laufe von Millionen Jahren entstanden. Ein ursprünglich riesiges Hochplateau hat sich durch fortdauernde Erosion, durch Niederschläge, Wind und Wetter in mehrere Erhebungen zerteilt. Das heißt, die gehen so hoch. So, weil diese Gesteinsformation mit ihren vielen Schichten diese Vorgänge bis heute sichtbar bezeugen, nennt der Geologe so etwas Zeugenberg. Ein weltberühmter Zeugenberg ist der Ayers Rock in Australien. Ah, der sieht in Deutschland genauso aus. Schwäbische Alb habe ich eben gesagt. Schwäbische Alb und Ayers Rock. So, ach so, und also Ayers Rock. Ich dachte, im Prinzip muss ich es gelten lassen. Wir haben nur so lange gebraucht, um das verständlich auszudrücken. Wir wussten das von Anfang an. Ich weiß, aber ich muss es gelten lassen. Super, wir lassen es gelten. Also wir finden, dass wir unsere Antwort absolut auf den Punkt gebracht haben. Ja, finde ich auch. Also Sascha, es tut mir wahnsinnig leid, aber das kann ich leider kein Geld geben. Sag mal, was ist denn los mit euch? Ihr wart ja heute richtig, habt ihr euch jetzt im neuen Jahr vorgenommen, jetzt hier überhaupt nichts mehr ihr an Geld? Sie haben Sie keine Frage mehr? Wir haben nein, die Zeit ist vorbei. Ist die Wirtschaftskrise. Haben wir alles gelöst? Nee. Ihr habt nicht alles gelöst, aber ihr habt viel gelöst. Und was mir am meisten leid tut, ist das von André, der sich wenn so ihr am Anfang nicht so gemacht hätte.
das hat uns angestachelt. Der andere hat so einen schönen Namen, versteht ihr? Da hätte man doch ein bisschen, Herr Ulrike, ein bisschen, mehr Zurückhaltung. Ja, haben wir ja auch, wir haben gewartet. Auf was denn? Bis er mit der richtigen Antwort rausgerückt hat. Ja, ihr wart sehr gut heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es auch schön, dass Herbert heute friedlich und... Nee, es geht mir besser jetzt. Ja. Es geht dir besser? Ja, ja. Ja. Das ist toll. Also ich fand es ein großartiges Team. Ich bin stolz auf euch. Ja. Ja. Ja, lassen wir das so stehen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.